Hallo liebe Bausteinreichkunden, ich hatte neulich mal Langeweile und habe mir gedacht, ich baue mal diesen komischen generischen Spacecraft Angry Bird. Ja. 3406 Teile für 150 Euro. Ich habe gedacht, na gut, okay, wie schlimm kann das schon werden bei dieser kleinen Schachtel? Ja. Aber das kann ich euch ja dann gleich mal zeigen, wie das denn so, wie schlimm das wird. So, jetzt sind wir mal ins Schaufenster gegangen, da haben wir das Ding hingestellt. Diese kleine Gerät sozusagen. Ja, ich sag mal, was ein bisschen war hier unten die Plattform, also der Ständer, der hält zwar so, aber der ist in der Anleitung ist ja leer. Da sollten unbedingt noch ein paar Steine rein, damit ein bisschen stabiler ist das Ganze. Ansonsten ist das Ding relativ groß. Und damit man mal weiß, wie das bei normalen Menschen aussieht, also jetzt nicht bei mir, sondern bei Normalgrößen, haben wir mal den Sven hier. Hallo Sven, komm doch mal her. Hallo Marco. Nimm doch mal zum Größenvergleich diese Gerätblätter in der Hand. Ja. Schön. Ganz toll. Genau, kaputt gemacht. Super. Oh. Nimm mal noch mal kurz. Halt mal, du musst nur hier an dem weißen Ding anhalten. Nein, kann man das irgendwo hinstellen? Warum? Was ist denn? Was hast du denn? Das hat sich gerade hier, es löst sich gerade hier. Du sollst nicht das Ding, du sollst doch einfach nur den Ständer so nehmen. Der ist doch groß genug. Stell es irgendwo hin. Jetzt ist auf beiden Seiten kaputt. Danke Sven. Super hast du das gemacht. Klasse. Fusch am Bau. Nee, das ist nicht Fusch am Bau. Du hast es kaputt gemacht. Das ist doch alles ganz normal, so wie es sein muss. Junge, Junge, Junge. Ja, also ich habe das Ding jetzt mal wieder repariert aufgrund einiger Personen, die offensichtlich nicht vernünftig transportieren können. Ja, an sich, wie gesagt, war schön. 1er Qualität, Gobrix-Steine, wunderbar, kannst du nicht meckern. Wie gesagt, der einzige Manko, wo ich sagen würde, den noch gibt, ist hier unten im Sockel. Da zeigen wir gleich mal ein paar Fotos, weil der ist innen hohl und da sollte man, weiß ich nicht, ein paar 2x4 oder so Bricks noch unterbringen, damit man vernünftig drücken kann, weil das ganze Ding wird gefliest. Und wenn du dann da so drauf fließt und drauf drückst und du hast keinen Untergrund, dann kannst du einfach nicht vernünftig taugen. Die Anleitung ist soweit wunderbar. Die einzelnen ist Bauschritt sortiert. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 Bautüten. habe ich, naja, wie gesagt, in 2 Armen habe ich das weggemacht. Und die Anleitung selbst wird dann, das, was man fertig gebaut hat, wird dann immer ausgegraut und das, was aktuell zu bauen ist, hat so eine rote Außenlinie, damit man auch definitiv weiß, wo man denn sich gerade befindet. Ja. Das war mein Experiment mit dem Angry Bird. ja. Ich baue demnächst mal noch ein anderes Ding auf und dann schauen wir mal, wie das sich so bauen lässt von der Serie. Das zeige ich euch dann auch. So, und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen dreckiges Rebellenpack jagen. Damit kann man das auf jeden Fall gut machen.